Wie war die Frage? Na, ich glaube, es geht in diesen Lernwelten von uns, die wir da aufstellen im Projekt und die wir für unsere Protagonisten frei halten und erlebbar halten und lebendig halten, auch sehr um ein Erforschen der neuen Needs, die wir in diesen Räumen, was die Werkzeuge betrifft, was die Soziotechniken betrifft, brauchen und auch um Regeln und Kontinuität, die es braucht. Also vieles von dem, was wir da erproben und zusammen mit konkreten Produkten ausloten, auch einen Rahmen abstecken wird, der klar macht, wo da die Grenzen sind, wo die Verlässlichkeiten entstehen und wo wir ein Toolset und ein Ruleset haben, mit dem wir Produktion in kleinen Räumen, mit kleinen Geräten, in der Community auf einen menschlichen Maßstab zurückführen können und eben zum Teil diese Angst, die mit Robotisierung, mit Technologiefeindlichkeit kommt, ein bisschen zurückdrängen können durch spielerische Zugänge mit sehr überraschenden Produktlösungen, die am Ende rauskommen können. Und Raspberry Pi ist Arduino. Ja, mir gefällt auch an diesen kleinen Technologien natürlich, dass man sie für sich selbst in Besitz nehmen kann. Der Basteln tue ich schon seit den 70er Jahren, ja, seitdem ich ungefähr auf der Welt bin. Also wie könnte diese Aneignung funktionieren, finde ich einen wesentlichen Aspekt. Und wie kann man das kommunizieren? Da, wo man sich austauschen kann, wo man Ideen anzapfen kann. Mir ist sehr wichtig in dem Projekt, dass Arbeit stark im Zentrum steht. Ein kosmopolitisches, globales Denken, nicht nur europäisches Denken. Wenn wir diesen Wandel und die Produktion designen, gestalten. Zusammenarbeiten zwischenmenschlich, zusammenarbeiten in der Region wieder, mit lokalen Bedingungen. Nicht ganze Fabriken, wie das früher nötig war, wo man riesige Kredite aufnehmen musste, sondern und auch das, man muss nicht alles selber machen können. Ja. Das war dieser Erfahrungsprozess von diesem Tisch.